Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video geht es um die Wahrheit über das Ego. Viel Spaß mit diesem Video. So ihr Lieben, da sind wir wieder und in diesem Video möchte ich über die Wahrheit über das Ego reden. Und bevor ich über die Wahrheit reden will, was natürlich relativ reißerisch ist, machen wir uns nichts vor, möchte ich einmal eine Klarheit darüber schaffen, warum es rund um das Thema Ego so viele Widersprüche gibt. Denn bevor wir das nicht verstanden haben, wo die Widersprüche liegen, wenn wir uns über das Thema Ego unterhalten, und eventuell wirst du das auch schon gemerkt haben, dass Ego ein Thema ist, wo die meisten der Leute irgendwie vollkommen aneinander vorbeireden oder man mit 10 Leuten spricht und 11 Meinungen bekommt, möchte ich einmal in diesem Video Klarheit schaffen, warum das überhaupt so ist. Also, das Thema Ego hat generell mindestens, ich sage jetzt nur die mir bekannt sind, 3 verschiedene Bedeutungen. Und ich hatte mit vielen verschiedenen Menschen oftmals komplett verschiedene Ansätze, wenn ich über das Thema Ego gesprochen habe. Wie kommt das nun? Punkt Nummer 1. Im Volksmund ist das Ego oftmals bekannt als der eigene Selbstwert. Ja, in dem Moment ist das Ego natürlich was komplett Positives und was sich viele Menschen wünschen. Ne, man hört dann im Alltag oft den Satz, oh, das ist gut für mein Ego oder ähnliches. Und der eine oder andere, der sich viel mit Spiritualität beschäftigt hat, hört das dann und denkt sich, warum? So, das ist Punkt Nummer 1. Es gibt das umgangssprachliche Verständnis über das Ego. Punkt Nummer 2 ist die psychologische Sicht auf das Ego. Wenn ich mich mit Psychologen über das Thema Ego unterhalten habe, habe ich oftmals festgestellt, dass wir irgendwie komplett unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das Ego überhaupt ist. Als ich tiefer da eingestiegen bin, habe ich festgestellt, dass das in erster Linie eine Ursache hatte. Und zwar, dass es viele Psychologen natürlich durch die psychologische Brille, durch die akademisch-psychologische Brille auf das Thema Ego blickten. Und was die oftmals gelernt haben oder sich angelesen haben, sind alles rund um das Thema Ego aus der Sicht von Sigmund Freuds Instanzenmodell zum Beispiel. Wer das nicht kennt, kann es einmal googeln, komplett laienhaft erklärt, ich bin kein Psychologe. Sigmund Freud sagte, es gibt 3 Instanzen in uns. Es gibt einmal das Über-Ich, dann gibt es das Ego und dann gibt es das sogenannte Es. Um das an einem praktischen Beispiel festzumachen, wäre das Über-Ich das, was aus seinem Vernunft heraus sagt, Mensch, ich sollte mal wieder abnehmen. Das Es ganz unten wiederum ist das, was sagt, oh, da vorne ist eine Schokotorte, die würde ich am liebsten komplett essen. Und das Ego wiederum ist die ausgleichende Instanz zwischen Über-Ich und Es und sagt dann zum Beispiel, okay, hast wahrscheinlich Bock auf die ganze Schokotorte, macht aber wenig Sinn, weil du willst ja abnehmen, dann ess vielleicht ein halbes Stück von der Schokotorte und bist du auf den Geschmack gekommen und hast trotzdem dir keine 8000 Kalorien zugeführt. Das heißt, wenn ich durch die psychologische Brille auf das Thema Ego gucke, dann ist das Ego was durchaus Positives, denn es ist die regulierende, ausgleichende Instanz zwischen den 2 Instanzen Über-Ich und Es. Für die Spirituellen wiederum ist es oftmals was ganz anderes. Carl Gustav Jung zum Beispiel hatte einen ganz anderen Bezug zu dem Thema Ego. Er sah das Ego oftmals als Maske, als das, was wir glauben zu sein, aber nicht sind. Die Persönlichkeitsmerkmale, mit denen wir uns so identifizieren, dass wir glauben, diese zu sein, ohne dass wir sie wahrhaftig sind, was wiederum natürlich verhindert, dass wir zu unserem wahren Wesen vordringen können, solange wie wir in der Illusion gefangen sind, zu glauben, etwas zu sein, der Kluge, der Dumme, ne, es geht in beide Richtungen, der Reiche, der Muskulöse, die Schöne oder sonst was wir eigentlich gar nicht sind in letzter Instanz. So, und das war mir wichtig, hier in diesem Video zu kommunizieren, denn eine Sache halte ich für unglaublich wichtig, wenn wir, und das wird in diesem Jahr 2019 hier auf diesem Kanal auch passieren, wenn wir uns tiefer mit dem Thema Ego auseinandersetzen wollen, brauchen wir im Vorfeld einen Rahmen.
einen Rahmen in der Hinsicht, dass wir ungefähr eine Vorstellung haben, wo der andere steht und dass wir nicht vollkommen aneinander vorbeireden. Denn ansonsten hätten wir natürlich genau das, wovon ich eben gesprochen habe. Ich würde hier Videos machen über das Thema Ego und dann würden welche kommentieren, die das Ego nur aus der Psychologie kennen. Andere würden kommentieren, die das Ego nur im umgangssprachlichen Kontext kennen. Und am Ende vom Tag würden wir alle komplett aneinander vorbeisprechen. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb hier dieses kurze, aber hoffentlich sehr gehaltvolle Video, um einen Rahmen zu schaffen als Grundlage für all die tieferen Gespräche und Diskussionen, die wir in diesem Jahr rund um das Thema Ego führen werden. Wenn dir das bereits etwas Klarheit geschafft hat und etwas Klarheit geschafft hat dahingehend, dass du weißt, okay, jetzt verstehe ich, warum so viele aneinander vorbeireden oder warum es so viele Widersprüche gibt, dann würde es mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Adios!